Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich nähe heute ein Schlüsseletui für ein oder zwei Schlüssel. Das ist ein ganz einfaches Projekt und ihr bekommt bei mir kein kostenloses Schnittmuster zum Herunterladen. Warum? Weil ich euch lieber zeigen möchte, wie ihr euch das Schnittmuster ganz einfach selber machen könnt. Hilfe zur Selbsthilfe. Ich habe gestern mein Nähzimmer aufgeräumt und da habe ich unter anderem eine Tüte gefunden mit diesem Möbelstoff. Den werde ich heute verwenden für mein Schlüsseletui. In einer anderen Tüte habe ich diese Litzen gefunden. Die passen farblich genau dazu. Dann habe ich mir einen Reißverschluss gesucht. Ein bisschen größer, als die Schlüssel lang sind. Und das restliche Werkzeug. Und nun werde ich als erstes dieses bügeln und zuschneiden. Mein Reißverschluss ist ein bisschen länger als der Schlüssel, in meinem Fall 10 cm. Mein Stoffstück wird also 10 cm breit plus zweimal Nahtzugabe. Ich nähe mit einem Füßchen breiten Nahtzugabe. Das macht einen Dreiviertel Zentimeter, also zweimal 1,5 cm. Dann brauche ich die Länge. Ich möchte ein Seitenverhältnis haben von 3 zu 4. Also dieses ist 4 und die Breite wird 3. 10 durch 4 gibt 2,5 mal 3 gibt 7,5 cm, die das Mäppchen breit werden soll. Es braucht aber eine Vorder- und eine Rückseite. Also brauche ich 15 cm plus 2 mal Nahtzugabe macht wieder 1,5. Ich brauche also ein Stück Stoff, 11,5 mal 16,5 cm groß. Da ich das Täschchen füttern möchte, schneide ich mir zwei gleiche Stücke Stoff zu. Als erstes markiere ich mir sowohl am Reißverschluss als auch an meinen Stoffteilen die Mitte. Und zwar am Stoff an der kurzen Seite, also wo er die 11,5 cm hat. So, dann lege ich den Stoff rechts auf den Reißverschluss. Hier an der Markierung. Und stecke es fest. Wende das Ganze. Jetzt habe ich die linke Seite des Reißverschlusses oben und da lege ich nun wieder die rechte Seite des Stoffes drauf. Und zwar so, dass der Stoff hier an den Kanten rechts und links bündig abschließt und stecke mir das alles zusammen und nähe nun mit einem Geradstich dies hier neben der Reißverschlussraupe zusammen. Bei einem Reißverschluss braucht man dafür in der Regel einen Reißverschluss bzw. Kantennähfuß. Ich habe es genäht, dann habe ich es so ein bisschen ausgebügelt, aber nicht über den Reißverschluss, dass der nicht schmilzt. Und dann sieht das so aus. Das ist der Außenstoff und das ist der Futterstoff. Nun lege ich den Außenstoff hier auf den Reißverschluss, so dass es wieder rechts und links passt. Stecke es einmal fest und schlage dann den Futterstoff, das ist die linke Seite des Reißverschlusses, ebenfalls bis hier oben an die Kante. Stecke wieder alle drei Lagen gemeinsam zusammen und steppe es wieder mit einer Geradnaht zusammen. Ich habe die zweite Naht genäht und nun sieht das Teil so aus. Jetzt ist es wichtig, also das ist die Oberseite des Reißverschlusses, das heißt, das, was jetzt hier links ist, ist der Außenstoff. Das, was rechts ist, ist das Futter und damit ich das nicht mehr verwechsle, mache ich mir jetzt hier eine Nadel auf die rechte Seite des Stoffes. Also da, wo die Nadel ist, ist das Futter. Und nun mache ich den Reißverschluss zu und schaue, wo die Mitte ist. Einfach durchfalten.
Markiere mir hier die Mitte. Und auf der anderen Seite genauso. Und nun lege ich diese markierte Stelle genau auf die Mitte meines Reißverschlusses. Und stecke mir das fest. Und dann lege ich die zweite Seite, also das ist jetzt das Futter, was jetzt oben liegt, ist das Futter. Das lege ich so drüber, dass es rechts und links hier bündig abschließt. Stecke alles gemeinsam zusammen. Die Stecknadelköpfe ragen immer über das Stoffstück hinaus, so ist es egal, ob ich von dieser Seite oder von dieser Seite nähe. Ich sehe immer genau, wo eine Stecknadel ist, damit ich nicht aus Versehen darüber nähe. Auf der anderen Seite mache ich es genauso. Eine Seite feststecken. Und dann die zweite. Was jetzt oben liegt, ist wieder das Futter. So, und bevor ich nun weitermache, mache ich mir ein Bändchen, an das der Schlüssel angehängt wird. Ich habe zwei Litzen. So, ich habe das schnell gebügelt. Und nun werde ich diese beiden Litzen zusammendrehen wie eine Kordel. Das ist eine Idee. Ich gebe es zu, die stammt nicht von mir. Also die Litzen bleiben so flach, beide, also nicht so verdrehen. Nur so umeinander schlingen. Ich glaube, ich muss das bügeln. Das bleibt nicht freiwillig glatt liegen. Nach dem Bügeln bleibt das jetzt schön glatt liegen. Sieht von beiden Seiten gleich aus. Nun werde ich einmal mit einem Geradstich in der Mitte des Bandes hier durchsteppen, mit einem großen Stich. So sieht das aus. Und nun werde ich hier eine Schlaufe legen. Und zwar wird die ins Futterteil eingesetzt, also das ist dieses mit der Nadel, und zwar an die Seite, wo nicht der Schieber ist am Reißverschluss, also das ist hier. Wie lang mache ich das? Ich mache das so lang in die Naht, so bin ich im Bild, so. So werde ich es einsetzen, dass wenn der Schlüssel hier dran ist, dass er noch gut aus dem Täschchen herausschauen kann, aber nicht zu lang. So, und das lege ich jetzt, ohne es zu verdrehen, ich hoffe, ihr könnt es sehen, hier zwischen die beiden Futterteile. Und zwar neben den Reißverschluss. So, nun werde ich diese Naht hier komplett schließen. Und diese Naht hier werde ich bis über den Reißverschluss schließen. Das Außenteil hier schließen und am Futterteil aber hier ein Stück offen lassen. Das brauche ich als Wendeöffnung. Ich vergaß zu erwähnen, bevor ihr das zunäht, den Schieber des Reißverschlusses hier in die Mitte des Täschchens machen. Und nun habe ich das genäht
Und zwar habe ich zuerst, also diese Naht ist einfach durch. Und an dieser Seite, das ist der Außenstoff, den habe ich genäht hier bis auf die halbe Reißverschlussraupe. Also das weggeklappt, dann das genäht, dann das wieder hingeklappt und das, so dass ich diese beiden Nähte hier um einen halben bis ganzen Zentimeter überlappen. So, nun kann ich das, was hier übersteht, abschneiden. Und dann wird es hier durch diese Wendeöffnung gewendet. Die ist jetzt nur 2 cm groß, das heißt, das wird ein bisschen schwierig. So, nun habe ich zunächst die linke Seite des Mäppchens außen und schließe hier von Hand mit unsichtbaren Matratzenstichen die Wendeöffnung. Nachdem ich das nun hier geschlossen habe, kann ich das Täschchen weiterwenden, den Reißverschluss öffnen und die Außenseite nach außen drehen. Ja, die Ecken schön. So. Das ist das fertige Täschchen. Rückseite, Vorderseite, innen drin ist das Bändchen. Und da kann ich nun meinen Splendring hineindrehen. So. Fertig. Was es noch zu sagen gäbe, das Schlüsseletui war geplant 10 cm breit und 7,5 cm hoch. Tatsächlich hat es jetzt 9 cm breit und 8 cm hoch. Also es ist eher quadratisch, als dass es ein Seitenformat von 3:4 hat. Das kann passieren. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ich alles ausreichend genau erklärt habe, aber auch nicht zu lang, dass es langweilig wird. Ich verbleibe bis zum nächsten Video, bedanke mich für euer Interesse. Gott segne euch!